Herr Hüther, ich habe noch drei Fragen an Sie und würde Sie um drei kurze Antworten bitten. Was raten Sie jungen Eltern, deren Kinder noch nicht in der Schule sind und die sich überlegen, ob das Kind in die Kita kommen soll? Was sollen die machen, wenn sie dieses Interview gesehen haben oder dieses Buch gelesen haben? Was ist Ihr Ratschlag an diese Menschen? So lange wie möglich, zuerst einmal so lange wie möglich informieren, Verband zu belassen. Was raten Sie Lehrern, die dieses Interview sehen? Gemeinsam mit den Eltern und mit den Kindern auf die Straße und doch eingestehen, dass sie doch ihren Job wahrscheinlich sofort niederlegen würden, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe. Mhm.